Hier bin ich richtig. Hallo, liebe Königskinder, es geht wieder los mit eurem Königskinder-Online-Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mich schon mal auf die Suche gemacht nach echten Forschern. Und da ihr jetzt eingeschaltet habt, ist meine Suche beendet. Denn ihr seid richtig clevere Forscher. Ich brauche euch heute ganz dringend. Ich glaube nämlich fest daran, dass ihr ein großes Entdeckerherz habt. Und das merke ich nämlich an euren Fragen. Ich habe drei Lieblingsfragen. Achtung! Ist das Essen schon fertig? Sind wir schon da? Und jetzt kommt meine absolute Lieblingsfrage. Warum? Oder noch besser, warum denn? Ich liebe Fragen. Und warum liebe ich Fragen? Fragen sind wie ein Schlüssel, der in eine Tür passt, die zu einem geheimen Raum führt. Und jetzt habe ich eine richtig gute Frage für euch. Warum glauben Menschen, die Gott nicht kennen, eigentlich, dass es nur das geben kann, was sie sehen? Oder was sie verstehen können? Oder was sie logisch mit ihrem Kopf nachvollziehen können? Warum ist das so? Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu entstanden. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt. Nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, kann alle Dinge gut einschätzen. Und warum glauben Menschen jetzt, die Gott noch nicht kennen, dass sie nur das glauben können, was sie sehen oder was sie verstehen? Ganz einfach, sie haben nur ihren eigenen Verstand. Sie haben ihr eigenes Urteilsvermögen, sie haben nur sich. Sie können also nur aus dem, was sie ergründet haben, auch Dinge verstehen. Und bei manchen Menschen ist das schon ziemlich, ziemlich gut, aber es endet immer dann, wenn Gott seine Geschichte schreiben will. Also wenn die Dinge über den eigenen Verstand hinausgehen. Also, nochmal zusammengefasst. Durch den Geist Gottes kannst du all das erkennen, was Gott dir geschenkt hat. Es gibt Menschen, die an den Schätzen vorbeilaufen, die Gott ihnen bereits geschenkt hat. Und es gibt Menschen, die bleiben stehen und sehen, was Gott ihnen geschenkt hat. Und zweitens, durch den Geist Gottes kannst du alle Dinge gut einschätzen. Dinge, die du hörst, aber auch Dinge, die du nicht hörst. Dinge, die du siehst oder Dinge, die du nicht siehst. Du kannst sie gut einschätzen, du kannst sie gut verstehen. Das ist dein Geschenk, was Gott dir gemacht hat. Und um das zu verstehen, nehme ich dich jetzt mit, denn ich brauche unbedingt deinen Forschergeist. Ihr braucht drei Gläser, ihr braucht den Essig, das Öl und das Wasser. Zunächst schüttet ihr in die Gläser die einzelnen Flüssigkeiten rein. Startet doch einfach mal mit dem Öl. Dann nehmt ihr den Essig. Und das Wasser. Und jetzt kommen die Naschis zum Einsatz. Ich habe mich für Lachgummis entschieden, weil das richtig cool gerade ist. Könnt ihr auch schon mal eure eigene Figur legen. Aber die tauchen wir jetzt ein.
Die Gummibärchen im Öl haben sich nicht verändert. Vielleicht kennt ihr das, wenn mal etwas in Öl konserviert wurde, zum Beispiel Tomaten oder Knoblauch. Öl belässt eine Sache so, wie sie ist. Die Gummitierchen im Essig, die haben sich immer weiter zersetzt, schließlich sogar ganz aufgelöst. Daran ist die Säure im Essig schuld. Und hier die Gummibärchen in dem Wasserglas, sie sind auf das Dreifache gewachsen. Das liegt an der Gelatine. Die saugen nämlich das Wasser auf wie ein Schwamm. Das habt ihr toll gemacht und ich hoffe auch zwischendurch ein bisschen genascht. Das lohnt sich. Sehr lecker. Also, passt auf. Das Öl steht für einen normalen Alltag. Vielleicht für Menschen, die Ostern und Weihnachten in den Gottesdienst gehen, aber die kein besonderes, aufregendes Leben führen, die sich nicht besonders herausfordern lassen, aber die glücklich sind mit ihrem Leben. Und die Säure? Die Säure steht für all das Saure in unserem Leben, für all die Dinge, die wir nicht vergeben haben, wenn du sauer oder wütend bist. Und das Wasser? Das Wasser steht für den Heiligen Geist. Und jetzt darfst du mal raten, in welcher Umgebung können wir am besten wachsen? Und nun verabschiede ich mich von euch mit drei Fragen für eure Kleingruppenzeit. Ihr könnt diese Fragen wie immer mit euren Eltern besprechen. Ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei. Hey, hier ist Laurenz. Natürlich kriegt ihr auch diese Woche wieder drei Fragen für eure Kleingruppenzeit. Die erste ist, warum sind gute Fragen so wichtig? Als zweites, welche Sachen kannst du durch den Geist Gottes? Und die dritte ist, welche Sache möchtest du durch den Geist Gottes noch können? Und denkt immer dran, immer weiter gute Fragen stellen.